Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich bin heute mit meinem monatlichen Aufgebraucht-Video hier vom Monat Juni, beziehungsweise die Hälfte von Mai ist auch noch mit dabei. Ich habe wieder eine bunte Mischung aus Haushalt, Pflege, Kosmetik und so weiter. Also hier ist wirklich eine Menge in meiner Kiste wieder drin. Das Video wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Auch in diesem Video gibt es wieder eine Verlosung. Da kann einer von euch eine von mir selbstgepackte Überraschungskiste gewinnen und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir auch sofort. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keins meiner weiteren Videos mehr. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. So, und jetzt würde ich sagen, beginnen wir auch sofort. Ich fange mal gerade hier mit einem Teil an, das hatte ich mir nebenhin gelegt. Das ist nämlich jetzt die Tage erst leer geworden zum Thema Haushalt. Diese Finish Powerballs habe ich wieder aufgebraucht. Die finde ich sehr gut und ich kaufe entweder so Matt oder Finish. Ich kaufe nur noch Marken, weil ich das besser finde. Also ich finde, das Geschirr wird irgendwie sauberer und deshalb, ja, bin ich bei diesen hängen geblieben. Die sind auch öfters mal im Angebot oder so bei Rossmann und dann kaufe ich die, wenn die im Angebot sind. Dann habe ich einen Cleansing Balm aufgebraucht von Vanilla & Co. Dieser Clean It Zero, der ist auch ganz bekannt. Ich glaube, die meisten von euch kennen den. Da habe ich jetzt wirklich lange, lange dran gehabt. Den habe ich mühselig aufgebraucht. Ich finde den gar nicht so gut. Ne? Also ich habe das Gefühl, mein Gesicht wird damit nicht so richtig sauber. So von Yepoda oder von Heimlich, den finde ich viel, viel besser, ne? Und also den hier würde ich mir jetzt theoretisch nicht nochmal nachkaufen. Also sollte ich den nochmal irgendwo mit drin haben, werde ich den verlosen. Aber dass ich den für mich nochmal benutze oder nachkaufe. Ich bin sehr froh, dass dieser Pott hier leer ist. Ich hatte echt sehr lang davon. Das waren, ich glaube, wie viel Milliliter waren das denn? Also es war wirklich richtig viel. Ich sehe es hier gerade nicht drauf, aber ich schätze so 300, 400 waren das bestimmt gewesen. Also der hat mir gar nicht so gut gefallen, weil der halt nicht so sauber gemacht hat, ne? Dann habe ich einmal hier von The Body Shop den Licious Lychee Scrub. Den fand ich sehr gut. Das ist für normale und trockene Haut geeignet. Das ist so ein Creme-Scrub gewesen. Hat so gut nach Lychee gerochen, also so richtig nach Lychee, ne? Also nicht nur so ein bisschen, sondern wie frische Lychee. Sehr geil vom Geruch, auch sehr geil von der Peeling-Wirkung und so. Hat mir richtig gut gefallen von Body Shop. Würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich wieder einmal einen Lenore aufgebraucht. Ne? Den kennt ihr ja von mir schon. Das ist mein liebster Weichspüler momentan. Ich liebe diesen April-Frisch-Duft und mein Freund mag den auch sehr gerne. Und von daher, ich habe den auch nochmal im Backup. Das ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt und was ihr schon öfters bei mir gesehen habt. Für die Spülmaschine habe ich ebenfalls noch so einen Reiniger gemacht von Finish. Den finde ich auch sehr gut. Habe ich mir auch schon nachgekauft. Ich glaube, ich habe die gelben jetzt zu Hause von Somat. Sind das auf jeden Fall diese länglichen. Die finde ich ganz gut und da wird auch die Spülmaschine schön sauber. Ich mache das meistens auch nur einmal im Monat. Ne? Ja, dann habe ich ein Serum aufgebraucht. Das Green Tea Fresh Serum. Das war von Isn't Three, glaube ich. Das war mal von Stylevana gewesen. Das habe ich jetzt wirklich lange gehabt und habe auch ja, das regelmäßig benutzt. Ich habe das gern morgens benutzt, weil ich finde, das hat so einen richtig schönen frischen Effekt gehabt. Irgendwie hier sind Öle mit drin gewesen, was die Haut eben halt auch mit Feuchtigkeit versorgt und das hat so einen schönen Glow gegeben. War wirklich sehr schön. Ich mag gerade gucken. Das war so ein braunes Serum. Ne? Also ich hatte hier keinerlei Irritationen oder irgendwas. Hier ist halt Grünteeextrakt mit drin und das fühlt sich sehr, sehr schön pflegend auf der Haut an und ja, hat halt einfach die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich konnte jetzt nichts weiteres da feststellen, aber es hat so, also hat mir gut getan für die Haut. Ne? Würde ich mir theoretisch nochmal nachkaufen, fand ich echt nicht schlecht. Dann ist von Dalton einmal den Dichtschutzfaktor fürs Gesicht leer geworden. Das ist der Sun Care Prevent and Control. Finde ich auch gut und ja, würde ich mir theoretisch auch nochmal nachkaufen, weil der brennt nicht in den Augen, der gibt keinen weißen Film, der versorgt die Haut sehr schön mit Feuchtigkeit, funktioniert unter Make-up, ist auch ein wirklich schöner Lichtschutzfaktor und ja, würde ich mir nochmal nachkaufen. Ich glaube, wenn das Video jetzt online geht, habe ich auch einen Rabatt von Dalton. Müsste normalerweise gerade laufen, also ja, könnt ihr ja mal gucken, ich blende euch das dann eventuell ein oder es steht unten in der Infobox. Müsst ihr einfach mal gucken, falls ihr da was braucht, könnt ihr da ein bisschen was sparen. Dann habe ich einmal diesen Exotik-Knabber-Kram leer gemacht. Der war in der Box drin von Rossmann und der war wirklich lecker mit Mango-Banane, Mandel, Cashew und Kokosnuss. Falls ihr den seht bei Rossmann und ihr auf sowas steht, nehmt euch den mal mit. War wirklich lecker. Ich habe den am PC hier beim Videoschnitt und so gegessen
Und wollte ich euch eine Rückmeldung geben. Es ist eine limitierte Edition, hat mir sehr gut gefallen. Dann sind einmal meine MAC Lashes aufgebraucht sozusagen, die Berry Premium. Und ihr seht das hier schon, die sind richtig zerflattert. Ne? Hier sind halt jetzt, die haben sich schon zum Teil aufgelöst. Die habe ich halt echt hoch und runter benutzt. Jetzt habe ich die normalen Berries gerade drauf. Und ja, die kann ich euch wie immer sehr empfehlen. Das sind wirklich mit meine liebsten Lashes. Auch gerade diese Berry Premium. Ich finde, die haben eine sehr schöne Form, gerade für Schlupflider, weil die hinten halt ein bisschen breiter sind, ne, und vorne ein bisschen schmaler, die öffnen schön das Auge, das sind wirklich, also MAC Lashes ist schon was Tolles. Dann hatte ich mir hier einmal, das wollte ich euch auch noch zeigen, bevor ich es wegwerfe, weil sonst gerät es in Vergessenheit. Ich hatte mir bei Rossmann einmal diese Slips hier geholt, diese Form Slips, einmal diese Seamless Slips und die sind halt cool so für unter, also die haben halt keine Naht, ne, die sieht man halt kaum. Die sind ganz gut, aber was ich richtig gut finde, ist dieser Form Slip. Der kostet 7,99 und der macht wirklich eine sehr schöne Form, also gerade den Bauch, drückt er so ein bisschen nach hinten, also ohne, dass man sich eingeengt fühlt. Ja, die gibt es bei Rossmann und ich finde die sehr schön. Das ist von der Eigenmarke von Rossmann. Wollte ich euch noch zeigen, falls ihr sowas sucht für kleines Geld. Ne? Hier waren halt zwei Stück drin und die haben gekostet, ich meine 10 Euro zwei Stück. Ne? Da kannst du nichts sagen. Die sind auf jeden Fall sehr schön zu tragen, auch vom Stoff. Ja, dann habe ich eine Maske von Dalton gemacht, die Oxygen, Oxy-Infusion Bubble Mask. Das ist auch eine Maske, die ich euch sehr empfehlen kann. Das ist mit meine Liebste. Die gibt halt so eine, die fängt an zu blubbern und gibt so eine Schaumschicht auf dem Gesicht. Dadurch revitalisiert die schön, die reinigt das Gesicht, versorgt das Gesicht, aber gleichzeitig mit Feuchtigkeit, trocknet nicht aus. Und ja, die ist einfach schön, weil die so eine entschlackende, tiefenreinigende Wirkung hat. Kann ich euch sehr empfehlen von Dalton. Ist wirklich eine schöne Maske, kann man mal machen. Man hat halt echt so ein richtig schönes, frisches Gefühl. Dann habe ich einmal von Balea diese Fußsockenmaske gemacht. Die hat sehr gut gerochen, mit Limettenextrakt und Avocadoöl war die. Die ist für intensive Feuchtigkeitspflege. Hat mir auch gut gefallen. Die hatte ich hier am PC drauf. Ich habe die gut eine Stunde an den Füßen gelassen und ich hatte wirklich ein paar Tage sehr schön gepflegte Füße davon. Und die würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil jetzt gerade im Sommer, ich laufe halt fast nur barfuß und dann habe ich sehr trockene Füße. Ne? Dann habe ich von Dalton diese Hydrogel Patches gemacht, Lifting Patches für die Augen, die gefallen mir auch wie immer sehr gut, ne? Die kaufe ich ja auch immer nach oder kriege sie auch nochmal zugeschickt, da habe ich immer welche zu Hause und ich liebe die. Die Augenpatches von Yuti, das sind die Wonderful Watermelon, die haben leider bei mir gebrannt, ich weiß nicht warum, die haben diesmal bei mir gebrannt, das sind die roten. Ich kann euch das nicht sagen. Ich habe ab und zu mal welche von Yuti dabei, die brennen bei mir. Nicht immer, aber ab und zu und die hier haben gebrannt leider. Dann habe ich die Timeless Moment von Yepoda einmal gemacht. Das ist eine sehr schöne Maske. Die hatte ich in den Kühlschrank vorher gelegt und jetzt, wo es die Tage so warm war, da habe ich mich echt gefreut, die Maske zu machen. Und die ist wirklich schön. Die hat dieses Slow Aging mit Peptiden und Bärenkomplex und die ist echt gut zur Haut. Was ich auch gemacht habe, ist diese Reihe hier von Balea. Das ist die Glossy Braun Shampoo und Glossy Braun Spülung. Hat mir so ganz gut gefallen, hat aber nicht so eine gute Pflegewirkung gehabt. Also ich fand, dass die Haare halt nicht so schön gepflegt waren. Ne? Das ist halt immer bei diesen aus der Drogerie. Die pflegen meine Haare nicht genug. Die sind zwar ganz okay. Hier ist halt Keratin mit drin, Kakaoextrakt und die hat halt, haben halt so eine braune Farbe. Ne? Die sehen braun aus und die geben halt so ein bisschen, ja, die Farbe, also die erhalten die Farbe so ein bisschen besser. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt zu einem normalen Shampoo, dass die Farbe länger gehalten hat. Also und die Pflegewirkung war nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal kaufen würde. Eventuell, ich weiß es nicht. Dann habe ich einmal diese Rasierklingen hier von Isana. Das sind die Pace 6, die Kleidstreifen mit Arganöl. Die finde ich gut. Also die sind halt viel, viel günstiger wie die, die ich sonst immer kaufe. Von Venus, glaube ich, sind dieser Swirl. Und da habe ich mir diese hier einfach nochmal gekauft. Die habe ich jetzt auch einmal komplett aufgebracht. Im Sommer brauche ich unglaublich viele Rasierklingen. Und ich hatte mir auch so einen Hobel gekauft. Den habt ihr ja auch gesehen in einem Haul von mir. Ich muss ehrlich sagen, der Hobel liegt zwar in der Dusche. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal angewendet, aber ich habe echt zu viel Schiss. Es ist irgendwie, und es klappt auch nicht so richtig, weil ich zu viel Schiss habe. Und da muss man so genau gucken. Und hiermit kann ich halt einfach losrasieren, ne?
Das habe ich, glaube ich, bleibt bei den normalen Rasierern, auch wenn es für die Umwelt nicht so gut ist, ist es halt nicht so gut. Ne? Also was ich sehe, was ich jetzt schon wieder an Rasierklingen im Sommer verbraucht habe und was ein Rasierhobel dann, der ist halt einfach auch viel nachhaltiger. Aber ich habe zu viel Angst, also es geht nicht. Deshalb, ich werde mir die hier mit Sicherheit nochmal nachkaufen. Dann habe ich einmal von Orinic dieses Duschgel aufgebaut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mauritius Sunset heißt das mit Kokoswasser und paradiesisch verzaubernd mit Flamingoblume und Lotus. Hat einen richtig schönen Duft. Hat sehr schön gepflegt in der Dusche. Ah, hat mir gut gefallen. Ist einfach Sommer pur, dieses Duschgel. Und das kann ich euch sehr empfehlen. Hat mir sehr gefallen. Dann habe ich einmal von UTD Paradise Punch Limited Edition Augenpatches gemacht. Die haben nicht gebrannt bei mir. Das waren die orangenen. Also die haben mir auch gut gefallen. Ne? Die versorgen halt die Haut auch schön hier unten mit Feuchtigkeit. Und ich finde, Augenpatches im Sommer ist man immer so verquollen morgens. Ich zumindest, wenn es nachts so warm ist und das hilft mir dann halt morgens sehr. Dann habe ich einmal von Dalton auch diese Blue Essential Skin Guardian Day Protection Cream gemacht. Die hat mir jetzt gar nicht mal so gut gefallen. Die Nachtcreme hiervon hat mir gut gefallen. Die Tagescreme hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Die ist ja eher auch so für jüngere Haut ausgelegt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch noch nicht alt, aber irgendwie die anderen Produkte von Dalton gefallen mir besser. Das ist jetzt eine Creme, die würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Die hatte ich mal von einem Event mitgenommen und da durften wir uns das mitnehmen und da konnte ich das jetzt halt mal testen. Dann habe ich einmal von Rituals dieses Softening Body Scrub gemacht. Das war das Blaue, dieses Ritual of Karma hat mir sehr gut gefallen. Dieser Karma-Duft ist halt gut, ne? Das ist halt total sommerlich. Ich finde, also wenn was von Rituals richtig toll ist für den Sommer, dann auf jeden Fall die Karma-Reihe. Die gefällt mir so, so gut. Ich habe ja auch das Body Spray und Deo Spray und so weiter. Ne? Und ich liebe diesen Duft einfach. Ich finde den wirklich gut. Ja, dann habe ich hier einmal reingelegt diesen Terre Perfection von Balea. Das ist dieser pflegende Concealer. Da hatte ich euch ein extra Video zugemacht und ich finde den sehr, sehr gut. Benutze ich regelmäßig, habe ich jetzt ganz oft schon angewendet. Würde ich mir theoretisch auch nachkaufen. Für 4,95 Euro, denke ich, wird der auf jeden Fall nochmal bei mir einziehen. Kann ich euch sehr empfehlen. Der ist momentan online ausverkauft, aber ich habe ihn bei mir in der Filiale bekommen. Dann habe ich, weil ich ja so trockene Füße habe, hier zweimal Fußbad gemacht. Und zwar dieses Balea Fußbadeperlen Urea und das erweicht Verhornungen. Also wenn ihr so Pediküre machen wollt, dann ist das auf jeden Fall richtig gut. Bei mir hat es sehr gut was gebracht. Ich konnte danach sehr schön Pediküre machen. Und hier ist 95% Urea mit drin. Also die gefallen mir richtig, richtig gut, diese Perlchen hier. Da kann man echt ein schönes Fußbad mitmachen. Und für das Geld, ich glaube, die kosten 40 Cent oder so, kann man nicht meckern. Dann habe ich einen Nagellackentferner für intensive Farbe aufgebraucht. Und der funktioniert auch immer gut bei mir von Evelyn. Den habe ich für die Füße. Ne? Und ja, der ist jetzt leer. Ich glaube, der nächste ist auch schon wieder fast leer, weil ich wechsle halt ganz oft meinen Nagellack auf den Füßen, weil ich ja halt auch so viel Nagellack habe und ich den mal aufbrauchen möchte irgendwann. Und da wechsle ich eigentlich gefühlt alle zwei Tage im Sommer meinen Nagellack auf den Füßen, weil der hält ja auch nicht so lang und da habe ich halt auch eher einen Verschleiß. Mein Freund hat sein Deo einmal wieder aufgebraucht von Dove Men & Care, ist auch schon wieder nachgekauft. Ich habe es hier mit reingemacht, ne? Ich zeige euch das immer. Ah, dann habe ich hier eine Bodylotion, die finde ich sehr gut. Die kaufe ich mir auch nochmal nach. Das ist die Garnier Ambre Solaire Beruhigende After Sun, aber die ist mit Bräunungswirkstoff und die gibt halt keine Flecken. Die ist wie eine After Sun von der Textur her, ne? Also die ist sehr schön, so ein bisschen gelig, leicht, zieht schnell ein, hat einen schönen Geruch, riecht nicht so arg nach Selbstbräuner, so ganz, ganz minimal, wenn das so anfängt zu wirken. Ist nicht klebend, nicht fettend und ja, gibt eine schöne, ganz leichte Bräune. Und wenn man das ein paar Tage hintereinander anwendet, sieht das auch ganz gut aus. Also die hat mir sehr gut gefallen, die habe ich jetzt auch direkt aufgebraucht. Ich habe die fast täglich angewendet und hat mir sehr gut gefallen. Dann von Redken einmal das Extreme Shampoo, ne? Das ist halt mein Retter immer für die Haare, wenn meine Haare wirklich brüchig sind und jetzt nach dem Tönen, nach dem Färben sind die immer so ein bisschen empfindlich und dann benutze ich in den ersten Tagen immer dieses Extreme Shampoo und halt auch die Kur und so dazu und da kann ich dann wirklich halt guten Gewissens meine Haare auffärben, weil ich weiß, danach sind sie nicht so kaputt, wenn ich diese Reihe hier immer benutze. Also falls ihr so kaputtes Haar habt, das ist auf jeden Fall mein absoluter Gamechanger für kaputtes Haar. Ja, dann habe ich noch ein Peeling aufgebraucht, also Sommerzeit ist bei mir absolut Peelingzeit wegen dem Selbstbräuner und so weiter und da habe ich jetzt hier endlich aufgebraucht. Stand jetzt schon lange in der Dusche rum, dementsprechend sieht es auch aus von Dove, dieses Creme-Duschpeeling mit Macadamia und Reismilch. Dieser Duft, Leute, ich liebe das. Also ich glaube, die meisten von euch kennen den Duft.
Das riecht so schön cremig und lecker, wie so ein Dessert, also wie so ein Grießpudding oder so. Keine Ahnung, es riecht total lecker, cremig, nach frisch gewaschener Wäsche noch so ein bisschen. Es ist einfach ein unbeschreiblich schöner Duft hier von diesem Dorf. Und das werde ich mir auf jeden Fall beim nächsten Shopping wieder nachbestellen. Ne? Das ist sehr gut und das brauche ich immer zu Hause. Dann habe ich noch eine Kerze von Ava and May aufgebraucht, die Dresden. Ne? Die hat jetzt nicht ganz so... Ja, die riecht schön. Also die hat nicht ganz so stark gerochen und ich fand von Ava and May schon welche, die besser gerochen haben beziehungsweise stärker gerochen haben in meiner Wohnung. Der Duft an sich ist nicht schlecht, aber es war mir ein bisschen zu schwach irgendwie. Das nächste ist wieder was zum Waschen und zwar habe ich hier einmal von Denk mit dieses Colorwaschmittel für bunte Wäsche mit Aloe Vera Duft, fand ich jetzt ganz okay. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mir das, glaube ich, jetzt nicht direkt nochmal nachkaufen. Ich hatte kein anderes gefunden, beziehungsweise ich wollte gern das, was ich immer gekauft habe, aber das gibt es einfach nicht mehr bei DM. Und deshalb hatte ich mich für dieses hier entschieden. Ist eine Limited Edition auch ebenfalls. Es wird es wahrscheinlich auch nicht so lang geben. Ich fand es jetzt auch nicht so krass gut. Also die Wäsche hat jetzt nicht, also wenn ich nur Waschmittel benutzt habe ohne Weichspüler, hat die Wäsche nicht so krass gut frisch geduftet. Ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich einmal hier dieses Aroma-Ölflakon für meinen Duftteil im Flur aufgebraucht. Ja, die sind immer sehr schnell leer. Das ist der Fühl-Dich-Wohl-Duft und der gefällt mir halt vom Duft sehr, sehr gut. Aber die sind 45 Tage halten die nicht. Ich habe den schon auf der kleinsten Stufe stehen und leider... Ja, ist der schon nach gefühlt 2 Wochen leer. Ich weiß nicht. Diese Dinger, das ist halt einfach eine teure Sache mit diesen Teilen. Deshalb, ich habe meistens diese Duftmelds drin und da hat man wesentlich mehr von als von diesen Ölflakor-Dingern von Airwick. Es ist immer zu schnell leer, meiner Meinung nach. Dann habe ich einmal von Shogun was aufgebraucht. Das war so ein Bartreiniger, den hatte ich mal bei meinem... Ich hatte mir ja ein Shogun-Parfüm irgendwann mal bestellt, weil ich das testen wollte, aber hat mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. So, also es war, ist okay, das Parfüm, aber ich greife da einfach auch nie nach. Bei mir, also ich finde, es gibt viel bessere Dupes als Shogun und sie hatte mir ja halt dieses Bartreiniger mit rein, hat mir auch nicht gefallen, ehrlich gesagt, würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Dann habe ich einmal Lovely Rose von Shapens, das waren die Lovely Rose Augengel Patches, die reduzieren Fältchen und glätten die Haut, haben mir sehr gut gefallen, würde ich mir auch nachkaufen. Da gab es ja jetzt so einen Aufsteller, ich weiß nicht, ich habe glaube ich den ein oder anderen noch gemacht von Shapens, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Die sind im Moment richtig gut bei mir. Also ich finde, die bringen richtig viel. Und die haben ja auch eine neue Länge und deshalb rutschen die nicht mehr so. Die sind halt noch ein bisschen zu dick. Ich finde, die von Youth sind halt von der Dicke her perfekt. Ne? Die sind halt ein bisschen zu dick. Dann habe ich einmal von Perwoll wieder dieses Renew. Ne? Das benutze ich halt super gerne bei Bettwäsche und bei Koldern und so Sachen. Und ich finde, das riecht einfach genial. Das bleibt so lang in der Wäsche. Und gerade bei Bettwäsche finde ich das so wichtig, dass das Bett halt... nicht am nächsten Tag schon wieder nicht so gut riecht. Oh, ich liebe diesen Duft und das kaufe ich mir auch nochmal nach, wenn ich das nächste Mal bestelle oder so. Also das ist einfach ganz, ganz toll vom Duft. Ich liebe das. Healing ist auch noch eins leer geworden und zwar von Asan, das Zitrone-Koriander. Das hatte ich jetzt schon, oh, ich weiß nicht, im Februar oder so angefangen. Ne? Das hat jetzt sehr lang gehalten. Die Asan-Peelings, oh, das ist ein toller Duft, dieser Korianderduft. Diese Asan-Peelings sind halt wirklich mit die allerbesten Peelings, die es gibt und die kann ich euch sehr empfehlen. Das war mal in einer Mystery-Box beziehungsweise in so einer Asan-Wundertüte drin gewesen und da hatte ich mich sehr drüber gefreut. Lemon-Koriander, ein sehr, sehr schöner, frischer Duft für den Sommer und für den Frühling, wirklich bestens geeignet. Dann habe ich hier die WC-Ente, weil ich habe ja ein spülrandloses WC und da passen nicht so viele Sachen rein. Also diese Hängerchen passen meistens nicht rein, da habe ich immer diese WC-Ente. Ja, mit diesem frischen Siegel, ich finde, das hält auch ganz gut. Die duften auch in der Regel ganz gut. Also manche riecht man nicht so. Hier diese Lotus Flower, finde ich, hat man schon ganz gut gerochen. Würde ich mir nachkaufen, beziehungsweise kaufe ich mir immer nach. Und was ich jetzt gerade drin habe, ist dieses Toilet Tapes. Das ist so ein... so ein Hängerchen, aber der ist mit so einem Klebeband, also deshalb, der hält bei mir an diesem spülrandlosen WC. Müsst ihr mal gucken, gibt es auch in unterschiedlichen Duftrichtungen. Ich habe jetzt hier Clean Cotton, jo, den finde ich ganz gut, muss ich sagen. Dafür, die Idee ist halt gut, ne, dass man das halt mit so einem Klebeband halt festmacht und nicht mit so einer Plastikspange und das funktioniert bei uns. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Produkte aufgebraucht. Ich habe hier einmal von Herr Doktor noch ein Shampoo, das war jetzt schon länger im Gebrauch gewesen, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Das ist dieses 8-Effekt-Shampoo von
Herr Doktor, die Sachen gefallen mir in der Regel sehr gut, aber das Shampoo hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich fand, das hat nicht so eine gute Reinigungswirkung gehabt. Und die Haare waren, ja, nicht fettig, aber die Haare waren ein bisschen, also es hat die Haare beschwert, finde ich irgendwie. Und es hat sich auch nicht so gut auswaschen lassen. Würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Ich bin aber ein Fan von Herr Doktor, ne? Die Sachen finde ich gut. Noch was für die Haare, und zwar von Shine. Einmal dieses Color Protect Shampoo und dieses Super Soft. Oh, ich weiß nicht. Mir hat hier der Conditioner gefehlt. Also mit Conditioner kann ich mir das vorstellen, dass es gut ist. Aber ohne Conditioner hat mir das nicht so einen Spaß gemacht. Irgendwie das Shampoo hat die Haare total trocken gemacht. Und diese Super Soft hat die Haare so krass glatt gemacht. Wie soll ich denn sagen? Dass die nicht mehr stylbar waren, wisst ihr, wie ich meine. Diese Griffigkeit ist dann, trotz dass das Shampoo so ausgetrocknet hat, verloren gegangen. Also das ist nichts für mich, dieses Shine. Das funktioniert bei meinen Haaren nicht gut. Also die waren entweder, sahen die ein bisschen, nicht strähnig, aber die sahen so dünn und fusselig aus. Oder wenn ich nur das Shampoo benutzt habe, waren die total trocken. Also alles irgendwie nicht so cool. Ja, dann habe ich einmal hier von Perl Weiß wieder meine Zahncreme aufgebraucht, die Expert Weiß. Liebe ich ja, wisst ihr, kennt ihr schon von mir, ist für mich die beste Zahnpasta aus der Drogerie. Dann habe ich einmal von By Terry hier so ein Lippenöl, das ist jetzt auch fast aufgebraucht und das riecht halt auch nicht mehr gut. Das ist aber dieses, was so mit diesem Rosenduft, ne? Das ist das, wie nennt sich das, dann Bombe de Rose, und das ist wirklich ein sehr schönes Lippenöl, das kann ich euch sehr empfehlen von By Terry, wenn das mal im Angebot ist oder so, oder ihr es irgendwo mit bei habt, testet das mal aus, das ist sehr, sehr schön. Ich habe das immer vorm Schminken drauf gemacht, damit meine Lippen ein bisschen Pflege bekommen. Das ist auch nicht so ein richtiges, so ein Ölbalsam ist das irgendwie, sehr, sehr schön. Dann habe ich von Molton Brown einmal dieses Beautifying Shampoo aufgebraucht. Das hatte ich mir im Hotel mitgenommen. Das wurde dann nochmal aufgefüllt. Ach, der Duft hat mir so gut gefallen. Und die Pflegewirkung war gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Molton Brown gucke, da habe ich nur das Shampoo angewendet. Meine Haare waren richtig schön fluffig und weich und haben gut gelegen. Und wenn ich das mit dem vergleiche, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier hat das Shampoo zum Beispiel alleine ausgereicht. Ich brauchte nicht mal eine Spülung und die Haare waren sehr, sehr schön gewesen. Würde ich mir einen groß kaufen. Ich hatte auch schon mal nachgeguckt. Dann ist einmal hier dieses Winter Candy Apple leer gegangen. Das ist mein Handdesinfektionsgel von Bars and Body Works, das sieht jetzt dementsprechend auch aus, das war immer in der Handtasche gewesen, hat mir sehr gut gefallen, ich habe ja wieder auch ein neues drin, ein sommerliches, und die benutze ich regelmäßig, ich liebe die Dinger und die trocknen die Hände nicht aus, bin ich wirklich ein absoluter Fan von. Dann habe ich eine Seife, und zwar eine Lemongrass Seife, die war mal in einer Box drin. Von Savon du Midi, die war, glaube ich, wo war die drin? In der Fairy Box, ne? Auf jeden Fall eine sehr coole Seife, riecht sehr gut, ist jetzt fast aufgebaut, ist noch so ein kleines Stückchen da, da mache ich meine Pinsel mit sauber und reinige meine Hände mit, und es funktioniert super, da kann ich nichts sagen. Dann habe ich diesen Sun Kisses Freckle Pen aufgebraucht, der war aus dem Urlaub letztes Jahr gewesen, aus Belgien, von Kruid Watt. Das ist, ja, hier so ein Filzstift gewesen, wo man halt diese kleinen Freckles mit Mankern, Sommersprossen. Mein Gott, ich komme da nie drauf. Und der hat mir sehr gut gefallen. Der war halt in so einem Medium-Braun gewesen. Ja, war aus Belgien. Die Sachen aus Belgien waren eigentlich echt nicht so schlecht. Manche sind halt mir leider gekippt, weil die wahrscheinlich auch zu lang offen waren. Dann habe ich einmal hier diesen Saint-Tropez eine Stunde Selftan-Schaum Express gemacht. Der hat mir ganz gut gefallen. Der war mir aber nicht dunkel genug. Also die eine Pulle hier, die hat halt komplett einmal für meinen Körper gereicht. Ich habe die komplett aufgebraucht mit einem Mal. Also irgendwie war der auch nicht so ergiebig. Und der war, also ich weiß nicht, ich habe hier nicht so viel gesehen. Ich hätte mir den ein bisschen dunkler gewünscht im Ergebnis. Aber der war jetzt grundsätzlich einfach aufzutragen, hat nicht so arg gestunken. Und vor allen Dingen in einer Stunde. Ne? Man kann sich nach einer Stunde abduschen und man hat seine Bräune. Das andere lässt man ja über Nacht einwirken. Ist ein bisschen schwierig immer mit Bettlaken und so. Und deshalb fand ich das hier sehr spannend. Ja, würde ich mir nochmal nachkaufen in einem Ton dunkler. Dann habe ich einmal hier von L'Occitane dieses, ach, das ist so ein Öl gewesen fürs Gesicht, ne, dieses Verjüngungsöl. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier ist diese Immortell-Pflanze mit drin und das war sehr feuchtigkeitsspendend und pflegend. Also wirklich würde ich mir auch in groß kaufen. Das ist ein ganz tolles Serumöl fürs Gesicht. Dann habe ich hier einmal, da habe ich auch die zweite hier, diesen Color Security von Color Wow. Das war mal in der Look Fantastic drin, für feines bis normales Haar. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das Shampoo mit der Spülung zusammen, mega gut. Und wenn das halt wirklich hier so ein Color Safe drin hat
und die Haare länger ihre Farbe behalten, würde ich mir das auch kaufen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, bei Purich gibt es das und eventuell werde ich mir das dann mal bestellen. Ich muss mal gucken, jetzt wo ich das Video drehe, habe ich gerade noch 20% Rabatt und wenn die das da haben, werde ich mir das da bei Purich mal bestellen. Color Wow macht wirklich schöne Sachen für die Haare. Manche Sachen sind ganz gut, manche Sachen sind nicht so gut. Muss man immer ausprobieren. Ich fand dabei Shampoo und Spülung jetzt wirklich gut. Ah, dann habe ich einmal die Fruity Melon Augengel Patches gemacht. Die waren auch von Shabens. Das sind die mit Melone, die längeren. Und die haben mir auch so, so gut gefallen. Da habe ich jetzt zum Glück noch ein paar hier zu Hause. Und ja, die sind richtig schön. Die hatten halt so einen schönen, kühlenden Effekt gehabt. Und mit dem Melonenduft, das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, im Moment bin ich ein Shabens-Freund von was die Augenpatches angeht. Die gefallen mir sehr gut. Dann habe ich einmal hier Life is a Journey von Rituals. Das ist fürs Auto. Einmal diese, dieses Auto-Parfum. Das haben wir einmal im großen Auto und einmal in meinem Auto drin. Mein Freund hat ein, was hat er für eine Sorte? Ich weiß nicht, der hat auf jeden Fall so ein dunkelgraues und die riechen alle sehr gut. Diese Parfums fürs Auto kann ich euch empfehlen. Die riechen allerdings nicht so lange. Wenn ihr was wollt, was ein bisschen länger im Auto riecht, also hier muss man relativ schnell auswechseln. Ich finde das schon ein bisschen teuer auf die Zeit. Von Bath & Body Works bzw. von Unlimited Brands. Die haben auch welche fürs Auto und auch so Halter, ganz abgefahrene Formen und Figuren und was weiß ich. Und die sind besser, die halten viel, viel länger. Die von Rituals sind auch mega vom Duft, aber die sind sehr schnell weg und man muss sehr schnell austauschen. Mir ist es zu teuer, ehrlich gesagt. Ja, dann habe ich hier einmal von Biotherm die Live Plankton Essence Mask gemacht. Die hat mir auch sehr gefallen. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Die war mal in einem Adventskalender oder so mit drin und das war eine sehr schöne Maske. Hat sehr schön Feuchtigkeit gegeben, hat sehr schön gepflegt die Haut. Ich sah gut aus danach, also meine Haut sah frisch aus. Eine wirklich schöne Maske. Dann habe ich hier eine Parfümprobe, die hat mir auch gut gefallen, sehr schön frisch, so für den Sommer. Das war von Easy Miyake, A Drop the Easy, das ist der neue Damenduft und ach, der riecht schön, der ist elegant, aber frisch, frisch elegant würde ich sagen. Der war in der Zeitung mit drin und ja, dann habe ich eine Deo-Creme aufgebraucht von Alverde. Die ist gut, hätte ich nicht gedacht, also die ist wirklich gut und die ist sehr gut vergleichbar mit meiner, die ich habe von Pure Soul. Pure Soul ist ja meine absolute Lieblingsdeo-Creme, ne, und die hält bei mir auch den ganzen Tag und die hält, was die verspricht, die ist super. Diese Deo-Creme hier von Alverde, die ist ähnlich, die ist aber dicker von der Konsistenz, die hat so kleine Körnchen mit drin, was mir nicht so gut gefällt, diese Körnchen haben mich hier drin extrem gestört, aber der Duft ist gut, also das war hier so ein Orangenduft gewesen, der war schön frisch und das hat geschützt. Also das hat wirklich geschützt und ich finde es sehr, sehr gut. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil das ist günstig, ne? Das Pure Soul ist ein bisschen teurer und das Alverde ist günstig. Also da kann man dann halt gucken, je nachdem, wie viel man ausgeben möchte. Hier habe ich eine Cellular Repair Ampulle gemacht, die war in der Fairy Box mit drin. Das ist so eine Ampulle gewesen mit so einer Pipette dran. Also da konnte man so einen Aufsatz drauf machen mit der Pipette. Und das war für die Augen, ne? Also ich muss ehrlich sagen, hat mir jetzt nichts gebracht so richtig. Ich habe gehofft, dass die sehr, sehr gut ist, weil die halt auch sehr gut hier so beworben wird. Hyaluron, Probiotika. Ich denke mal, man muss das ein bisschen länger benutzen. Also außer diese eine Ampulle vielleicht noch eine benutzen, dass man da was sieht. Keine Ahnung, auf jeden Fall das hier war jetzt nicht so der Knaller gewesen. Dann habe ich hier einmal das Handdesinfektionsspray von Dr. Bronner's aufgebraucht, Bio-Pfefferminze, das liebe ich ja, ich finde das ganz, ganz toll, das gibt es auch noch in Lavendel, bekommt ihr bei Müller und ich finde, das pflegt die Hände gut und das hat halt diesen geilen Minzduft, ich finde das klasse, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Die No More Frizz Cream von Nuscha hatte ich als Probe, beziehungsweise habe ich nicht als Probe gehabt, ich habe mir das mitbestellt, das kostet glaube ich 3 oder 4 Euro. Und da kann man das mal austesten. Das waren halt 10 Milliliter. Hier war bei mir leider der Pumper kaputt. Und ja, hier kam halt nichts raus. Und dann habe ich das hier aufgebrochen. Und habe, also das habe ich jetzt wieder drauf gemacht. Und habe das dann mit dem Finger immer rausgeholt. Bisschen blöd. Ja, hat mir aber sehr gut gefallen. Hier ist Mangobutter mit drin. Und das hat wirklich schön unten die Spitzen und Längen nochmal so ein bisschen gepflegt nach dem Styling. Und das sah nicht mehr so trocken aus. Hat mir gut gefallen. Mittlerweile habe ich jetzt also in groß werde ich mir es nicht kaufen, von Kaimana ein Spray, das hatte ich euch in einem Haul mal vorgestellt und das ist auch sehr schön.
wenn man, also es ist ein Leave-In-Conditioner, und wenn man den unten in die Länge gibt, der hat halt eine bessere Pflegewirkung wie das von Nuja, finde ich. Ja, dann ist hier einmal der Rasierhobel. Ich hatte den mit reingeworfen, damit ich mich dran erinnere, euch da nochmal Rückmeldung zu geben. Schwierige Sache. Ich bin zu ängstlich, ich weiß es nicht. Dann einmal den High-Volume-Lippen-Jelly von Birotin. Den hatte ich jetzt auch ganz lange in der Handtasche, habe den immer unterwegs benutzt und der hat halt so einen leichten Plumping-Effekt. Hat mir sehr gut gefallen, hat auch schön die Lippen gepflegt, hat lang angehalten, diese Lippenpflege. Also den würde ich mir nochmal nachkaufen. Der ist jetzt allerdings so lange in der Handtasche gewesen, hier ist echt nicht mehr viel drin und der riecht auch nicht mehr ganz so gut, weil der halt immer in der Handtasche war. Und deshalb tue ich den jetzt raus, aber den würde ich mir nachkaufen. Einmal von Momo, also Darwins, das Momo-Shampoo, das war auch mal in der My Little Box oder so drin gewesen. Ah, dieser Duft war so schön. Das hat wirklich einen ganz, ganz tollen Duft gehabt. Und ich fand auch, dass das die Haare schön gepflegt hat. Das hat die Haare wirklich so luftig, fluffig, weich gemacht. Also ein sehr schönes Shampoo war das gewesen. Und ja, ich bin jetzt aber froh, dass es leer ist. Es war wirklich ergiebig, 250 Milliliter. Ich habe da sehr lang von gehabt. Ich habe das dann immer mit einem Conditioner oder so aus dem Drogerie mit kombiniert. Ich habe zum Beispiel diesen Hyaluron-Conditioner von Balea, den finde ich sehr gut und den habe ich hier mit kombiniert und das hat gut geklappt. Dann eine Dusche und zwar Naturell, die war vom Globus gewesen, diese Cremedusche Kokosnuss, hat mir sehr gut gefallen, hat halt ganz lecker nach Kokos geduftet, war aber sonst, also ganz normale Dusche halt eben, ne? Ja, von Dalton einmal die Face Care Hydro Lift Maske, die darf natürlich nicht fehlen, die habe ich auch diesen Monat gemacht. Ich mache die nicht so oft, ne? Also ich bin im Moment auch nicht so der Tuchmasken-Fan. Ich benutze Tuchmasken gern, aber ich bin irgendwie im Moment eher so auf diesen Crememasken hängen geblieben. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, gerade morgens so vor der Dusche solche Express-Masken, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine hier von NYX, die finde ich sehr gut. Dann von Dalton, die morgens nur 5 Minuten drauf bleibt, finde ich auch super. Das geht mir morgens im Moment ein bisschen schneller. Wenn ich aber jetzt was vorhabe oder so, dann einen schönen Look schminken möchte, so eine Tuchmaske bzw. Biozellulose-Maske ist dann auch schon schön. Aber im Moment, ich weiß nicht, ich habe manchmal so Phasen, dann benutze ich nur Tuchmasken, dann bin ich wieder nur auf Crememasken, wie ich Lust habe und was ich halt gerade auch offen habe, ne? Ein Produkt, was ich euch sehr doll empfehlen kann, ist einmal das hier von Nivea. Nivea ist nicht so gut, ne? Ich finde Nivea auch von den Inhaltsstoffen und so nicht so gut. Aber diese Derma Skin Clear Reihe, dieses Gesichtswasser, ist sehr gut bei Unreinheiten. Das ist mit Salicylsäure und Niacinamid und ich finde, das hat mein Hautbild wirklich verbessert. Ich habe wirklich auch vor, das nachzukaufen und ja, also dieses Gesichtswasser zumindest, ne, hat mir persönlich richtig gut geholfen bei meiner Haut. Ich hatte jetzt so eine Pickelphase gehabt, wo ich erstmal rausfinden musste, warum kriege ich jetzt auf einmal plötzlich wieder Pickel. Also erstmal habe ich ja eine Tuchmaske benutzt, die war auch von Nivea, die hat bei mir eine allergische Reaktion ausgelöst und nach dieser allergischen Reaktion habe ich auch Pickel bekommen, ne, weil meine Haut auch gereizt war und das war nicht so gut gewesen. Naja, das habe ich auf jeden Fall ja wieder in den Griff gekriegt mit meinen gewohnten Produkten und meinen gewohnten Marken. Hat das sehr gut geklappt, das wieder in den Griff zu bekommen. Und dann habe ich herausgefunden, dass Vitamin B12 schuld ist. Ich hatte dann auch irgendwann angefangen, Vitamin B12 zu nehmen. Und ich hatte das in der Vergangenheit schon mal. Und dann fiel mir das wieder ein, dass ich schon mal so Probleme hatte. Also ich vertrage kein Vitamin B12, ich kriege wie eine Akne davon. Und das ist auch in Wissenschaften nachgewiesen, dass das manche Personen halt eben trifft, die zu Akne neigen und wenn die Vitamin B12 nehmen, dass die Akne sich verschlimmert. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ich habe gerade, ich erwähne das hier mal und da hatte ich dann auch dann, wo diese Akne, wo ich das rausgefunden habe, ich habe das abgesetzt und mit diesem Gesichtswasser zusammen ist das auch wirklich, also es war ja keine Akne, es waren aber viele Pickel gewesen, gerade auch auf der Stirn und so weiter. Und da ist das auch ganz gut wieder mit weggegangen. Also das hat mir echt gut gefallen und ich finde auch, dass das hier meine Poren besser gemacht hat, dieses von Nivea. Also ich will es jetzt nicht Nivea gutheißen, aber ich werde mir das nachkaufen, weil das hat mir sehr gut gefallen, das Produkt. Was mir mega gefallen hat, ist einmal das hier. Das ist Aromatica, eine Reviving Rose Infusion Treatment Toner. Also das ist ein Toner und zwar so ein milchiger Toner. Und der hat so gut getan. Der hat die Haut so mega geil mit Feuchtigkeit versorgt. Also auch wenn man so ein richtig trockenes Gesicht hatte, was heißt trocken, spannendes Gesicht nach der Reinigung und hat diesen Toner drauf gemacht. Die Haut war wie erholt davon und der hat auch noch dazu nach Rose gerochen. Oh, das ist so schön. Das riecht nach frischer Rose. Ganz, ganz geiles Zeug. Kommt in der Glasflasche, hat mir ewig gehalten. Ich habe jetzt lang davon gehabt und es ist vegan formuliert. Ist von Aromatica.
bekommt ihr bei Min Cosmetics. Wie gesagt, Aromatica Reviving Rose Infusion Treatment Toner heißt das Ganze. Falls ihr das nachkaufen wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Falls ihr einen geilen Toner sucht, der hier ist echt richtig gut. Dann habe ich einmal von Mary Kay, das konnte ich testen. Das habe ich irgendwann mal als Probe mit dabei bekommen bei einer Bestellung. Fand ich sehr gut. Das ist Reinigung, also ein Cleanser, Age Minimize. Age Minimize Day Cream, Nachtcreme, Augencreme und der Reiniger, also diese Time-Wise-Reihe. Gefällt mir persönlich richtig gut. Ich mag Mary Kay, also ich habe schon öfters dort mal Sachen nachgekauft, auch eine Foundation und so weiter. Mary Kay hat wirklich sehr schöne Sachen. Die Meinungen dazu sind sehr gespalten, aber ich persönlich finde Mary Kay gut. Ich finde nur, sie sind ein bisschen zu teuer. Aber ansonsten bin ich ein Mary Kay-Fan. Ich finde die Sachen wirklich schön. So, dann von Cardia wäre die Niacinamid Booster Ampulle. Die hat mir auch mega gefallen. Ich habe noch eine hier. Es war nur eine Limited Edition. Ich habe geguckt, die gab es jetzt bei uns auch nicht mehr. Also wenn die nochmal irgendwann reinkommen, hole ich mir da ein paar. Hat mir sehr gut getan, hat allerdings auch geschäumt so ein bisschen auf der Haut. Ich mag halt das nicht so gern, wenn diese Ampullen schäumen. Ne, wird. Also ich mag das nicht. Die dürfen nicht schäumen bei mir. Ich finde das nicht so angenehm. Also die, ich würde mir die aber nochmal nachkaufen, weil die mir halt von der Pflege sehr gut gefallen hat. Und ich habe die gut vertragen. Ja, dann ist einmal von Espa diese Optimal Skin Pro Moisturizer Creme leer geworden. Die hat mir auch so gut gefallen. Die hat einen schönen Duft, die hat diesen typischen Espa-Duft, also so richtig schön. Riecht halt einfach nach Wellness. Und hier ist noch so ein kleines bisschen drin und das ist so eine leichte Creme. Eine leichte, aber doch sehr pflegende Creme und meine Haut hat die wirklich gut vertragen. Also die Espa-Produkte sind auch echt gut, da kann ich nichts Negatives sagen. Ich habe jetzt sehr, sehr lang von dieser Creme gehabt. Und wenn ich überlege, die war mal in einem Kalender oder so drin. Wenn die kostet, glaube ich, um die 50 Euro rum. Aber ich habe sehr lang davon gehabt. Also ich kann nichts Negatives sagen. Auch der Preis ist in Ordnung. Nur für eine richtig schöne Creme, die auch echt was tut im Gesicht. Die hat wirklich schön Feuchtigkeit gegeben, die Haut schön glatt gemacht. Und da kann man dann nichts sagen, ne? Da hat man ja auch lang von. Dann habe ich hier einmal, da habe ich mehrere von gemacht, diese Comfort Clean Enzym Peeling Sticks von Dalton. Die sind auch sehr gut. Gerade für die Nase benutze ich die gern mit Enzym Peeling, weil ich da halt mit den Poren so ein bisschen Probleme habe. Die sind halt, also ich habe halt gern mal Mitesser auf der Nase, weil ich halt diese Mischhaut habe. Und da finde ich, helfen diese Teile hier sehr gut, diese Enzym Peeling Dinger. Ja, da habe ich mehrere. Ich muss nur gleich mal gucken, wo die alle sind. Dann habe ich hier von Grow Gorgeous was gemacht. Das war dieses Intense Hair Grow Serum Intense for Thinning Hair. Ja, ich weiß nicht, das hat gar nichts gebracht bei mir. Das hat halt diesen schönen Duft, dieses Grow Gorgeous Zeug. Riecht so gut. Ich finde, das riecht so mega. Das ist für mich so ein entspannender Duft irgendwie. Ich weiß nicht. Aber so, dass es auf meiner Kopfhaut was gebracht hat, war jetzt leider bei diesem Produkt nicht der Fall gewesen. Grow Gorgeous finde ich aber an sich nicht schlecht, aber die sind schon extrem teuer. Ne? Da kaufe ich mir dann lieber Nustar, die finde ich viel besser und da habe ich dann mehr von. Ein Duschschaum, einmal diesen Ritual of Karma, das war die kleine Reisegröße, hat mir sehr gut gefallen, brauche ich nichts mehr sozusagen, ist wirklich ein schöner Duft. Dann einmal von Claire's, die Fundamental Nourishing Eye Butter, gefällt mir auch sehr gut. Das ist, also hier steht zwar Eye Butter drauf, aber das ist eine sehr leichte Augencreme, also die ist... Die ist überhaupt nicht, ist halt jetzt auch gar nichts mehr drin, ne? Kann ich nichts mehr raus. Und die ist sehr leicht von der Textur, aber sehr pflegend. Hat mir gut gefallen von Claire's, ne? Die war auch mal von Min Cosmetics gewesen. Die ist mit Peptiden, also die hat vierfache Peptide irgendwie mit drin. Sehr, sehr gut. Die war bei mir gut an den Augen. Also die hat mir gefallen, die würde ich mir auch nachkaufen. Dann habe ich einmal von Rodriguez dieses Parfum, das war... Das Ombre, das Orangene, das habe ich auch in groß schon hier. Das hier war halt jetzt eine kleine Probe gewesen, die musste ich noch aufbrauchen. Hatte ich irgendwann mal angefangen. Oh, dieser Duft, ich liebe den. Ich finde den sommerlich, frisch, schön, aber trotzdem elegant. Das, also diese Rodriguez-Düfte, ich liebe die. Ich habe da ja einige von und kann ich euch sehr empfehlen. Eine Kerze von Ava and May war die gewesen. Das war diese Moon Space Night Kerze, die hat verdammt gut und verdammt lang gerochen, ist bis zum Schluss runtergebrannt, also diese hier in dieser Blechdose sind wirklich Hammer, ich werde mir da auf jeden Fall im Sale nochmal welche nachbestellen, oh, ich liebe das, der Duft war auch gut, das war so ein bisschen so ein cremiger, mystischer Duft, also das hat mir sehr gut gefallen, sehr, sehr gut, hatte ich im Flur angehabt und die hat auch ewig lang gebrannt, die Kerze, das war wirklich mal eine sehr gute Kerze, die war aber nicht so günstig. Aber ja, mega. Also die auch hier von dieser Dose her, ne? Ich war halt im Überlegen, ob ich die
aufhebe die Dose, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Kerzen, ich werde die entsorgen, ne? Hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich hier einmal von Balea dieses Rasiergel Intim, das hat mir persönlich gut gefallen, das ist mit Milchsäure, hat das die Rasur erleichtert, hat Pfirsichblütenextrakt noch mit drin, Aloe Vera und für eine besonders milde und sanfte Rasur. Mir hat es gut gefallen, weil man konnte das direkt als Waschgel und für die Rasur benutzen. Also das würde ich mir auf jeden Fall von Balea nochmal nachkaufen. Ich habe jetzt gerade ein Intimpeeling von Isana. Das ist auch ganz schön, auch mit Milchsäure angereichert und ja, also das ist ähnlich. Ich würde mir das nachkaufen, fand ich echt nicht schlecht. Also dafür, dass es halt von Balea ist und es ist günstig und es hat wirklich das getan, was es tun sollte, sehr, sehr gut. Dann ist von Yepoda the SPF BFF jetzt leer geworden. Das ist der vom letzten Jahr, ne, den ich noch hier hatte, den 30er. Es gibt jetzt auch einen 50er und einen 30er. Also ich habe ja letztes Jahr bemängelt gehabt bei diesem Produkt, dass es halt Lichtschutzfaktor 30 ist, weil bei den Koreanern, die tragen alle 50. Warum bringt Yepoda dann einen Lichtschutzfaktor mit 30 raus? 30 bringt es für mich halt nicht, wenn man in der prallen Sonne sitzt, ne, und 30 ist mir nicht genug Schutz. Wenn ich jetzt weiß, ich drehe den ganzen Tag Videos, ich gehe nicht viel raus, ich gehe nur einkaufen, dann habe ich auch den 30er benutzt. Über den Winter habe ich auch den 30er benutzt. Jetzt, ich habe auch jetzt im Sommer dick den 30er noch drauf gemacht, um das leer zu bekommen, ja. Es ist ein sehr schöner Lichtschutzfaktor, der ist mineralisch, da ist Zinkoxid mit drin, der ist korallenfreundlich damit. Ihr habt wirklich, ihr habt keinen Schmier im Gesicht. Ihr könnt den unter Make-up verwenden. Der ist leicht getönt. Also ihr habt wirklich auch schon, wenn ihr den auftragt, so ein, wie soll ich sagen, so ein Effekt, dass euer Hautbild verbessert aussieht. Für mich ein wirklich sehr, sehr schöner Lichtschutzfaktor. Gefällt mir richtig gut von Yepoda. Ich bin ja ein absoluter Yepoda-Fan und ihr habt halt hier den UVA, UVB-Schutz und ja, sitzt einfach super auf der Haut. Ja, dann habe ich mir, das habe ich mir auch nachgekauft von MAC, hier eine Probe gehabt, die Hyper Real Serumizer Skin Balancing Serum. Das habe ich mir nachgekauft. Also Serum, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kaufe mir selten ein Serum direkt nach. Also da denke ich immer, ich kaufe es mir irgendwann mal. Ich weiß jetzt, es war gut. Das hier, ich musste mir das nachbestellen. Es ist einfach so mega. Ich habe mir das bestellt bei Look Fantastic, da habe ich mir das mitbestellt. Das war auf meiner Wunschliste und dann habe ich das mitbestellt. Das ist das Hyper Real Serum. So ein sehr schön pflegendes Serum. Hätte ich niemals gedacht, weil MAC ist ja eine Make-up-Marke und eigentlich immer so die Make-up-Marken, die Skincare rausbringen, die sind nicht ganz so gut. Und umgekehrt ist es meistens auch nicht ganz so gut, finde ich zumindest. Aber das hier von MAC, also ich weiß nicht, wie die anderen Produkte hier aus dieser Reihe sind, keine Ahnung, aber dieses Serum ist einfach eine Wohltat. Es sitzt so schön auf der Haut. Ihr könnt Make-up drüber tragen. Es pflegt die Haut ab der ersten Sekunde an schon irgendwie. Es fühlt sich fantastisch an und deshalb habe ich mir das nachgekauft. Das ist nicht günstig. Es kostet, glaube ich, um die 50 Euro rum. Aber ja, es ist auf jeden Fall das wert, finde ich. Also weil bei mir hat es echt was getan. Ich fand es super. Dann habe ich hier einmal den Melting Kiss von Catrice. Den werde ich jetzt entsorgen. Den habe ich nämlich im Auto vergessen. Der riecht nicht gut. Also die Sonne hat geschienen und der ist leider gekippt im Auto. Oh, so schade, weil das war hier diese Nummer 10 und der hat mir von der Farbe her so gut gefallen. Naja, ich habe ihn einigermaßen lang benutzt und der kommt jetzt in Müll. Ich wollte ihn euch nur zeigen, dass ich den jetzt entsorge, weil ich den im Auto hat liegen lassen. Das wird halt dann ganz schnell schlecht bei der Hitze. Dann habe ich hier einmal von Cardia Vera diese Bananarama Hydrogel Augenpatches gemacht mit Hyaluronsäure, Bananenextrakt und Niacinamide. Sehr geil. Das war halt in so Form von Bananen. Das sah so süß aus und da gab es noch Melone und noch irgendwelche. Auf jeden Fall diese Bananendinger. Ich hätte mir noch mehr mitnehmen sollen. Ich kam danach nicht mehr zu Müller und ja, keine Ahnung. Ich habe zwar noch genug Augenpatches, aber die in Banane hätte ich gern nochmal gehabt. Ja, dann habe ich einmal hier von Shadens die Juicy Lemon Augenpatches gemacht. Die waren sehr geil, weil die so belebend waren durch dieses Lemon. Die haben so ein bisschen nach Lemon auch geduftet und die waren auch sehr schön kühlend. Also die hier haben mir noch besser wie die mit Rose gefallen. Da kann man mal sehen, was man alles aufbraucht. Das ist wirklich richtig viel, was ich diesen Monat habe. Dann habe ich einmal hier diesen Atme Wohl von Primavera, diesen Riechstick, erfrischend und stärkend, weil ich ja immer so eine verstopfte Nase habe, hatte ich euch schon mal in einem Haul gezeigt. Den habe ich auf dem Schreibtisch immer noch stehen, wollte ich euch Rückmeldung geben, finde ich sehr gut, benutze ich immer noch.
hilft mir auch, wenn ich am PC merke, meine Nase geht so ein bisschen langsam zu, dann rieche ich an diesem Teil mal richtig intensiv und dann geht die meistens auch gar nicht richtig zu. Also man muss das vorbeugend nehmen, wenn man merkt, es könnte jetzt gleich so weit sein, die Nase geht irgendwann mal zu. Just Smooth von Goldwell. Sehr geil, Leute. Das steht auf meiner Liste, was ich unbedingt kaufen muss. 60 Sekunden Treatment, das hat meine Haare so weich gemacht. Richtig geil, das Zeug. Hätte ich nicht gedacht. Das hat auch einen Color Protection mit drin, also einen Farbschutz. Und das ist wirklich ein super schönes Treatment. Es ist leider ausverkauft gewesen, da wo ich das jetzt bestellen. Ich wollte das bei Lookfantastic mitbestellen. Da war es ausverkauft, genau. Und da habe ich gedacht, naja, bei Hagel oder so werde ich mir das dann mal bestellen. Just Smooth heißt das von Goldwell. Meine Haare waren butterweich, aber schön, trotzdem griffig. Also die waren nicht zu weich, wisst ihr, wie ich meine? Die waren griffig, die haben sich gut stylen lassen, die haben schön geglänzt. Wirklich mega geiles Produkt. Ja, dann habe ich hier einmal von La Mer die Moisturizing Cream. Die war mal in einem Adventskalender drin, diese teure La Mer Creme. Und ich habe extra noch ein kleines bisschen drin gelassen, so eine Fingerspitze. Naja, ein bisschen weniger. Das ist eine, also ich will euch das mal beschreiben, wie diese La Mer Creme ist. Die ist ja auch total gehypt, ne? Und ich weiß nicht, also ich stehe ja auch nicht auf so reichhaltige Cremes, aber die hier abends, die hat so einen geilen Wellnessduft. Und die ist so fluffig cremig, also die ist cremig, weich, fluffig, die fühlt sich so schön an beim Auftragen und die sitzt auch schön auf der Haut, ohne dass sie so arg fettig ist, wisst ihr, wie ich meine, das ist keine Fettcreme, aber trotzdem glänzt man so ein bisschen und man hat ein richtig stark gepflegtes Gesicht, also ich habe das Gefühl hier, das schließt wirklich die Feuchtigkeit in die Haut ein und also eine sehr schöne Creme, sehr schön. Wenn ich die nochmal irgendwo drin haben würde, würde ich die für mich behalten. Ne? Die war auch sehr, also eine intensiv regenerierende Gesichtspflege ist es. Die war auch sehr ergiebig, also das ist ja nur so ein Mini-Teil und ich habe da echt lang von gehabt. Und das hier jetzt auch mit dieser kleinen Nagelspitze konnte ich meine ganze Hand hier oben jetzt mit eincremen. Und jetzt, die klebt halt auch nicht, ne? Die Haut ist einfach zart, weich gepflegt. Ja, dann habe ich hier einmal von meinem Hautarzt bekommen gehabt, wo ich die Allergie im Gesicht hatte, das war Allergica Augenlidcreme Med und die ist zur Behandlung von Lidekzemen. Ja, und ich habe die dann auf der Haut an sich angewendet, weil er gesagt hat, ich kann die auch da auf der Haut anwenden. Ich habe das aber trotzdem mal an den Augen auch einfach so probiert. Hier ist auch noch minimal ein bisschen was drin und die ist sehr reichhaltig. Ich glaube, deshalb habe ich die hier mit reingelegt, dass die einigen von euch, die vielleicht auch so Probleme, Allergien an den Augen haben, helfen könnte. Allergica heißt die und das ist die Augenlidcreme Med. Weil also die pflegt um die Augen rum richtig krass. Die ist wie so ein, ja, wie so ein bisschen eine Fettcreme, würde ich sagen. Aber die zieht halt auch schön ein. Also die ist wirklich sehr schön pflegend und die kann man ums ganze Auge rum auftragen. Ich war schon am überlegen, ob ich mir die als Augencreme so kaufe. Ne? Also eine richtig, richtig gute Creme, finde ich. Und die hat mir auch ganz gut geholfen bei meinem Ausschlag. 0% Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und auch keine Parabene mit drin. Das ist ein Medizinprodukt. Und die war wirklich gut. Dann habe ich hier noch einen Enzymstick, das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Der lag noch ganz unten. Dann habe ich einmal hoch von Clean Reverse einmal dieses Radiant Nectar Parfum aufgebraucht. Ja, hier ist noch ein ganz kleines bisschen drin, ne? Riecht nicht so gut. Das riecht, also es riecht so stark nach Alkohol beim Aufsprühen und das war mal irgendwo mit drin gewesen. Ich weiß nicht mehr, als Probe oder so, dieses Clean Reverse. Gefällt mir persönlich. Also vom Duft muss man ja immer ausgehen. Ist jeder anders vom Geschmack her. Mir persönlich gefällt dieser Duft nicht. Also ich würde ihn mir auf gar keinen Fall kaufen. Das ist nicht mein Ding. Der riecht viel zu alkohollastig und nee, das ist nicht meiner. Der wird dann zuckersüß. Ich mag ja süße Düfte, aber so billig süß. Gefällt mir nicht. Nicht mein Ding. Von Lou bei John Seo habe ich einmal dieses Clear Spot Control Ding aufgebraucht. Das war bei der Goodie Box irgendwann mal mit drin. Ja, schade. Also hier war die Verpackung halt total ätzend. Ne? Oben der Deckel ist kaputt gegangen. Ich habe es die letzten Monate jetzt nur noch hier so mit diesem Teil, was in dem Deckel drin ist, benutzt, ne, und habe das dann so rausgezogen. Das ist so ein Pickelteil, ne? Das hat die Pickel sehr schön ausgetrocknet und was war hier drin? Witch Hazel, Aloe Vera, Rhubarb Root. Also hier waren einige Sachen drin, die halt die Pickel so ein bisschen austrocknen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich würde mir das auch nachkaufen von Lou.
Ja, aber es ist jetzt leer. Ich muss mal gucken, vielleicht bestelle ich mir das auch irgendwie nach. Also ich fand es sehr gut, aber um das jetzt extra zu bestellen, weiß ich nicht. Mal gucken. Die Verpackung war halt auch ätzend gewesen. Dann habe ich hier noch Ampullen gemacht. Da habe ich ein paar. Da habe ich einmal die Balea Beauty Effect Ampulle noch mit bei. Die habe ich ja nicht so gut vertragen. Auch die letzte hiervon habe ich nicht vertragen, ne? Also da habe ich das nochmal mit. Kannst du vergessen. Also diese Beauty-Effekt-Ampulle funktioniert bei mir nicht von Balea. Dann von Dalton die Caviar Deluxe-Ampulle. Die ist sehr gut, sehr pflegend. Gefällt mir, würde ich mir nachkaufen. Von Barbour die Beauty Rescue finde ich eh gut. Da habe ich immer mal welche daheim. Die finde ich, mag ich wirklich gern. Also die, ich finde, die bringt halt auch was. Die hat auch so einen Soforteffekt, diese Beauty Rescue-Ampulle. Dann die Hydra Plus von Barbour. Die bringt halt sofort Feuchtigkeit, ne, wenn man so ein bisschen trockener im Gesicht ist. Ich finde, hiervon sieht man halt sofort auch was bei Barbour. Und hier ist nochmal die Cardia Vera 10% Niacinamid Booster Ampulle. Das war eben das, was ich euch gezeigt habe. Ja, ich habe nur 5 Ampullen diesen Monat gemacht. Ich hebe die ja immer auf für 2 Tage. Also ich mache die immer an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Und ja, somit habe ich 10 Tage quasi Ampullen gemacht. Die hat mir sehr gut gefallen. Also die waren alle schön, außer die Beauty-Effekt. Ne? Und das letzte Produkt ist einmal dieser Brow Micro Stoking Pen von Nabla. Der ist jetzt auch leer geworden. Den finde ich so geil. Den werde ich mir nochmal nachholen. Das ist dieser mit dieser Filzstift. Also nicht Filzstift, sondern Pinselspitze oben. Ne? Und da könnt ihr euch ganz toll hier die Augenbrauen ausfüllen. Oh, das geht halt gar nicht mehr. Hier kommt halt nichts mehr raus. Ist komplett leer. Hat so eine Kugel mit drin. Hat mir jetzt ewig gehalten. Ich habe das Ding so lang gehabt und ich habe das täglich verwendet. Also diese Pencil hier von Nabla, die sind sehr gut. Ich hatte die Farbe Warm Brown gehabt und ja, ein sehr, sehr schönes Produkt. Das war es auch schon gewesen, ihr Lieben. Das sind meine aufgebrauchten Produkte vom Juni. Meine Kiste sieht schlimm aus. Die muss ich jetzt gleich mal in der Dusche abduschen. Es sieht wirklich schlimm aus. Hier ist einiges ausgelaufen und ja. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass für euch das ein oder andere Informative mit dabei war und ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal reinschreiben, welches Produkt euch am meisten interessiert hat. Dann seid ihr auch schon im Lostopf für diese Look Fantastic Box. Hier, das war diese Männerbox und da werde ich auf jeden Fall für euch Produkte reinpacken. Noch ist sie leer und da werde ich euch, die riecht gut, riecht sehr, sehr angenehm und da werde ich für euch Produkte reinpacken. Die kann dann einer von euch gewinnen. Ihr solltet Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video ein Däumchen nach oben da lassen, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Und ihr seht auch nochmal alles unten in der Infobox. Ne? Schreibt mir in die Kommentare, welches Produkt euch am meisten interessiert hat. Jetzt würde ich mich verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!